meine Lieben, heute möchte ich mit euch diese schöne Karte basteln und wie die Anleitung dazu ist, seht ihr gleich im Video. Ja, ich möchte beginnen, indem ich euch erstmal zeige, welche Materialien ich alles für diese Karte verwendet habe. Angefangen mit dem Schneidbrett. Und mit dem Schneidbrett habe ich mir zwei Stücken Cardstock, in dem Fall schwarz. Und zwar haben die Maße 28 x 10,5 cm und ein Stück in 28 x 3 cm. Als nächstes habe ich verwendet zwei Sets von Stamping Up mit diesem Stempelkissen und diesem D-Stempelblock, und zwar einmal hier alles Liebe zum Fest, und ausgestanzt habe ich das Ganze hiermit. Und ich habe es erst ausgestanzt, habe mir ein Schmierpapier drunter gelegt und habe dann den Stempel drauf gemacht, weil ihr seht vielleicht, hier vorne fehlt ein Stückchen von diesen Blättern, die passen nicht hundertprozentig drauf, und deswegen stanze ich das immer erst aus und versuche das dann einigermaßen mittig zu stempeln. Ihr könnt es auch umgekehrt machen, wird wahrscheinlich genauso funktionieren, aber ihr kriegt halt die Blätter nicht komplett mit drauf. Ja, das waren diese Teile. Dann habe ich ein anderes Stempelset benutzt, auch wieder mit dem Blutrot, und zwar einmal diesen hier, diese Weihnachtsmütze, und das ist ein Zwei-Step-Stempel, einmal die Kontur außen und dann mit Rot eben oben die Mütze eingefärbt. Und dann habe ich das Ganze noch ausgestanzt, hier ist nämlich noch das Framelit-Set dabei, und hier kann man auch die Mütze ausstanzen. Und das habe ich gemacht und vorbereitet. Ja, für die schwarzen Sachen habe ich diesen Stempel benutzt übrigens. Das waren auch schon meine beiden Sets. So, für das Hintergrundpapier habe ich dieses hier genommen. Und zwar ist das aus diesem Set hier. Falls ich es finde, werde ich es euch verlinken. Es ist von Santoro, Gorgeous, und ja, da sind so einige Vorschläge, was man damit machen kann. Und zwar ist das, hier müssen wir mal gucken, genau dieses Papier hier unten. Und ihr seht schon, da sind ganz viele verschiedene Sachen drin, und ich habe mir eben das Papier hier rausgesucht. Dann habe ich dieses Mädchen gestempelt, mir koloriert und ausgestanzt. Nicht ausgestanzt, ausgeschnitten, Entschuldigung. Und wo ihr die bekommt, das werde ich euch unten verlinken. Die bekommt ihr nämlich bei dem Dieter. Und zwar hat er ein Facebook-Shop sozusagen, also eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo man sich anmelden kann und super schöne und wirklich günstig Bastelmaterialien einkaufen kann, und den werde ich euch unten verlinken. Wir nehmen uns zuerst unsere Stücken, beziehungsweise erstmal nur das Große, und dann nehmen wir uns nochmal unser Schneid- und Falzbrett und wir falzen das Ganze einmal bei 7 cm und einmal bei 14 cm. Denkt dran, dass ihr wirklich die helle Falzschneide benutzt und nicht diese hier. Ihr könnt euch die auch ausbauen, die Schneideklinge, dass ihr gar nicht in Versuchung kommt. Ich schiebe sie mir immer ganz weit an den Rand, damit ich die ja nicht verwende. Aber auch mir ist das schon passiert, dass ich dann doch aus Versehen geschnitten habe. Also wie gesagt, 7 und 14. Einmal falzen, und exakt das gleiche machen wir auch mit diesem Stück. Noch einmal bei 7. Und einmal bei 14. So, dieses Stück können wir jetzt schon mal falten. Und zwar falten wir es einmal in der Mitte und dann einfach diese andere gefalzte Linie hier wieder zurück. Und dann haben wir so ein Stück. Und exakt das gleiche machen wir jetzt auch mit dieser Seite. Einmal nach zur Mitte und einmal hier wieder nach außen. Und auch hier haben wir jetzt dieses Stück.
Und später wird es aber genau verkehrt herum angeklebt, dass man diesen Effekt bekommt. Als nächstes nehmen wir uns unser Designpapier, was wir zum Verschönern nehmen wollen. Und hier schneiden wir 10 cm. So. Und von diesem 10 cm Stück schneiden wir einmal 13,5 ab. Einmal 13,5 und zweimal 6,5. Einmal und zweimal 6,5. Jawohl. So, und diese Stücken brauchen wir gleich, um sie hier auf unser Kärtchen zu kleben. Ja, die Klebemittel habe ich euch am Anfang nicht gezeigt, aber die seht ihr ja jetzt. Und zwar benutze ich jetzt hierfür dieses Teil. Ihr könnt aber auch jedes andere doppelseitiges Klebeband benutzen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel den Tombow benutzen, weil der das Papier eben nicht wellen lässt. Oder ihr könnt hier den Fast Fuse von Stamping Up benutzen. Ich mache es jetzt hiermit. Dieses Stück kleben wir jetzt hier auf und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, weil wir haben ja überall ein bisschen Rand. Und da wir ja doppelseitiges Klebeband genommen haben, haben wir nicht so viel Spiel mit dem Hin- und Herschieben. So passt es doch ganz gut. Und das machen wir jetzt auch mit den beiden anderen Seiten noch. Meine Karte jetzt aus. Ich habe die Teile alle aufgeklebt und dann geht es auch schon weiter mit der Dekoration. Und zwar möchte ich die Karte sehr, sehr schlicht belassen. Ihr dürft das natürlich gerne anders machen. Ich möchte in meinem Fall hier einfach nur diesen Spruch hier oben draufkleben. Und zwar mache ich das mit so Abstandsklebern, mit diesem hier. Ich habe meine jetzt aus dem Action. Es gibt von Stamping Up die Dimensionals, die sollen super toll sein. Ja, für mich reichen diese hier ehrlich gesagt hin. Und davon benutze ich jetzt 5 Stück. Und drücke die auch alle nochmal schön fest, dass sie sich unten schön mit dem Papier verbinden. Mache mir hinten die kleinen Klebelaschen ab. Bei dem geht das jetzt hier gut mit den Fingernägeln. Wenn ich das mal nicht so gut abkriege, dann nehme ich mir immer meine kleine Hilfe zur Hand, weil das geht nämlich richtig toll mit dem Teil. Vor allem bei diesem doppelseitigen Klebeband von Tesa, was so mega, mega festklebt, womit man dann auch mal die Flipbooks und so weiter macht. So, jetzt hätte ich es beinahe falsch rum aufgeklebt, da gucken wir natürlich. Achso, und was wir vorher auf jeden Fall noch machen sollten, wir sollten uns unseren Streifen nehmen, einmal hier dranlegen. Je nachdem, wo ihr den jetzt ankleben wollt. Also ich werde ihn bei mir hier ganz unten ankleben. Ihr könntet ihn aber natürlich auch in die Mitte, nach ganz oben. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen, wie er das machen möchte. Oder ihr lasst hier so einen kleinen Rand und klebt ihn so hin. Vielleicht mache ich das sogar auch so, dann hat wenigstens das Papier hier unten ein bisschen Sinn gehabt. Also dass es durchgeht, weil sonst hätten wir es ja auch einfach hier abschneiden können. Ja, dann mache ich das, glaube ich, jetzt so. Dann nehme ich mir mein Schildchen hier und klebe mir das hier oben an. Mal ein bisschen festdrücken. So. Ja, und so möchte ich meine Karte in diesem Fall jetzt schon lassen, die Grundkarte. Da möchte ich nicht weiter was dran machen, außer das Ding ankleben. Und hier, ich zeige es euch nochmal, ich halte es hier nochmal an, wenn das nachher so angeklebt ist, so wird es dann aussehen, wenn es geschlossen ist. Und ich möchte, dass mein kleines Goschus-Mädchen hier
ungefähr mittig ist. Und deswegen gucke ich jetzt vorher, wo es ungefähr passt und mache das dann so, dass ich das wirklich hier schön an den Rand schiebe, also wo es dann am Ende wirklich auch klebt. So, und dann mir das Mädchen hier drauf lege und hier mit dem Finger mir so ungefähr merke oder jetzt mir schon mal den Kleber nehme. Ja, wie gesagt, die Klebemittel habe ich euch vorhin nicht gezeigt, aber ich zeige euch das natürlich gerne, was ich hier alles benutzt habe. Und ich werde auch versuchen, alles zu verlinken. Also das ist hier dieser Turbo Techie Glue, den ich hier jetzt benutze. Und da mache ich hier einfach unten auf mein Mädchen hier an die Beine ein bisschen Kleber. Halt mir das wieder an, so wie ich es haben möchte. Ihr müsst das dann natürlich euren Deko-Sachen, das was ihr halt benutzen wollt, anpassen. So, und dann halte ich das hier ein bisschen fest. Und bei dem Kleber ist eben toll, selbst bei Schwarz, ich kann hier mit dem Finger, wenn ich da mal verwischt habe, einfach drüber fassen und es ist wirklich weg. Und man kann ihn auch noch eine Weile hin und her schieben. Jetzt war mir das Mädchen noch nicht gerade genug. Ein bisschen hin und her schieben und man kann den Kleber mit dem Finger abnehmen, man kriegt ihn hier super wieder ab und er hinterlässt keine schmutzigen Ränder. Und das mag ich bei dem Tombow ehrlich gesagt nicht so gerne. Also ich habe den Tombow sehr geliebt, bis ich diesen hier entdeckt habe und dann hat er leider den Tombow abgelöst. Ja, also ich komme da einfach besser mit zurecht. Es gibt extra Schwämme, wo man Kleber so mit wegnehmen kann, dann kann man den Tombow auch wegnehmen, aber ja, ich mache es halt lieber so. So, das Mädchen ist jetzt schon fest. Was ich jetzt noch mache, ist, ich lege ihr noch die Mütze auf, weil es soll ja eine Weihnachtskarte sein. Ich sehe aber gerade, ich hätte die Mütze vielleicht lieber in der Farbe des Kleides kolorieren sollen, auch wenn es jetzt nicht so hundertprozentig passt, aber ja. Na gut, so passt es dann wieder zu dem Rest der Karte und das ist dann auch in Ordnung. Und ich finde, so doll beißt es sich auch nicht. So. Also nehme ich mir die Mütze und mache nur hier unten, ich hoffe ihr könnt das sehen, nur da unten ein bisschen Kleber hin. Auch nicht so viel, dass mir das nachher nicht rausschwappt. Und dann klebe ich mir die Mütze so hin, dass ich denke, ja, das sieht ganz süß aus. So. Ja, wie gesagt, in der Dekoration von dieser Karte sind natürlich keine Grenzen gesetzt, das kann man sich dekorieren, wie man möchte. So, jetzt nehme ich mir mein Teilchen hier und klebe es hier an und dafür nehme ich mir jetzt mal einen Bleistift und markiere mir hier drunter so in etwa dieses Stück, wie weit ich hier den Kleber machen darf, weil ich halt hier nur bis zur Kante darf. So, da habe ich mir das markiert. Ihr könntet den auch einfach umklappen und hier so eine Markierung machen. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. So, und dann nehme ich hier meinen Kleber und klatsche diesen ganzen Bereich hier mit Kleber voll. So. Dann klappe ich die Karte auf, lege das Stück dort an, wo ich es haben möchte, etwa so, gucke, dass ich schön gerade komme. Ihr könntet euch jetzt auch ein Lineal von unten, zum Beispiel ein Geodreieck, zur Hilfe nehmen und es so drunter schieben, dass ihr genau diesen Abstand habt, den ihr haben möchtet. Für mich reicht das aber so vollkommen aus. So, und jetzt klappe ich mir dieses Teil hier um und das mache ich komplett voll mit Kleber. Und dann klappe ich das um und gucke eben, dass alles wirklich schön gerade ist. Und dass ich auch hier schön gerade komme, weil durch diese Faltlinien und dadurch, dass die halt doch ein bisschen hochkommt, kann es einmal ein bisschen schief werden. Deswegen gucke ich immer hier schön am Rand, dass das auch wirklich gerade ist und drücke mir das an, bis es dann klebt. So, ja. Und das war auch schon meine Karte. Was ihr jetzt noch machen könnt, ihr könntet jetzt zum Beispiel oben noch eine Klammer dran stecken. Ich habe jetzt hier nicht
Also gut, die könnte einigermaßen sogar passen. So passt jetzt nicht unbedingt zu Weihnachten,